Hallo, liebe Zuschauer. Heute mache ich was ganz Einfaches, was bestimmt schon jeder mal irgendwie gemacht hat in irgendeiner Form. Mein Mann liebt nämlich Hefeteig. Und ich bin ein Hefeteig-Spezialist, muss ich mal sagen. Mache schon seit Jahren den gleichen Hefeteig, aus dem ich einen wunderbaren, schönen Hefezopf mache. Den zeige ich euch jetzt mal. Simpel und einfach. Man nimmt ein Kilo Mehl. Man muss wirklich dieses Kilo nehmen, sonst funktioniert das Rezept nicht so perfekt. Ein Kilo Mehl haut man da in die Schüssel. Ein Kilo Mehl, 500 Gramm warme Milch, lauwarme, ihr könnt auch heiße nehmen, wenn man trockene Trockenbackhefe nimmt, kann man sogar heiße Milch nehmen, das ist der Trockenbackhefe ziemlich egal. Dann nimmt man 150 Gramm, ich muss mal meine Waage kurz einschalten, 150 Gramm weiche Butter. Das wird alles sein. Ja, das war wieder zu viel. Immer das Gleiche mit diesem Butterding. Super. Da hinein. Mal kurz die Hände waschen. Dann hat man noch 100 Gramm Zucker. Ich stelle mal alles drauf. Also man macht nicht so viel Zucker rein. Man braucht den Zucker für die Hefe, damit die Hefe geht. Damit sie schön Blasen bildet. 80, 90, 100. Perfekt. Dann macht man natürlich ein bisschen Salz hinein, das soll ein kleiner Teelöffel sein, zwei wären glaube ich besser. Und dann nimmt man frische Hefe, die kann man genauso machen mit diesem Rezept wie trockene Hefe. Also frische Hefe ein Würfel und trockene Hefe zwei so Teelöffelchen, zwei Stück reinstreuseln. Ah, die Eier habe ich noch vergessen, Eier müssen da auch noch rein, zwei Stück Eierchen. Und dann macht man das alles zu einem Teig, lässt nichts gehen, macht keinen Vorteig, nichts, auch nicht mit Frischhefe, einfach so verrühren. Der Beste. Ganz stopp. Den Teig bestimmt 5 Minuten in meiner alten Rührmaschine gerührt, die schafft das noch. Ja, man denkt aber, die hebt fast ab, du. Ich sag's euch. Aber er ist super schön geworden. Und den knete ich jetzt noch mal einmal durch, damit er wirklich ein Teig ist. Und dann kommt er für 2 Stunden zum Hochgehen. Also egal, also mindestens 2 Stunden braucht er. Also ihr könnt ihn 1,5 Stunden, wenn er schon hochgegangen ist, ihr habt so warm bei euch, das kann natürlich sein. Aber eigentlich braucht er mindestens 2 Stunden. Wenn er 3 geht, ist auch nicht schlimm. Weil dann ist er richtig gut und dann könnt ihr ihn backen. Okay. So, jetzt habe ich hier den Teig in meinen Backofen gestellt mit einem Tuch abgedeckt. Manche machen das sogar feucht, damit der Hefeteig nicht da oben anklebt, wenn er dann hochgeht. Das mache ich nicht. Ich habe einen super Backofen, da kann ich ihn einstellen auf ein Gärungsprogramm mit 40 Grad. Und dann geht er wunderbar hoch. Das müsst ihr natürlich nicht so machen. Mein Teig ist nach 2 Stunden perfekt hochgegangen, sodass ich dann aus diesem großen 1-Kilo-Teig immer 2 Teile mache und in der Regel auch die 2 backe und dann einen davon einfriere. Der andere wird dann gegessen. Ich mache da auch nicht so viel mit dem Flechten, also 3 Teile einmal flechten. Es kommt doch hinterher auf den Geschmack an, oder? Und nicht, dass man da so mit sich Flechtzöpfen, kann man alles machen, mache ich nie. Ich bin einfach, simpel, so ist am schönsten, so sieht er perfekt aus.
So, jetzt haben wir diesen Zopf wunderbar geflochten. Jetzt musst du einfach noch ein bisschen Milch drauf oder man nimmt noch ein Ei zum Eipinseln. Und ich mache immer ganz viel Hagelzucker drauf, weil das schmeckt am besten. Und dann geht er ab in den Ofen für 45 Minuten bei 180 Grad Ober- und Unterhitze. Super schön geworden. Ganz weich, ist noch heiß und wie das duftet. Und in so einem Brottopf hält der Zopf natürlich ein paar Tage frisch. Bei uns ist das leider nicht so lange. Meistens ist er in 2 Tagen aufgegessen. Claro, oder? Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachbacken. Und natürlich würde ich mich freuen, wenn ihr meinen Film liken würdet und ein Abo dalasst. Ich habe mir jetzt noch das letzte Stück gerettet. Ah, das war ja klar, das hält bei uns nicht länger als 2 Tage. Jetzt noch ein Stückchen Butter drauf und dann ab zum Frühstück. Viel Spaß beim Nachmachen.